Wir haben heute das Studio gegen ein Iglu getauscht. Wir sind in der Nähe von der Bosrockhütte in Spital am Pyhrn. Da gibt es tatsächlich einen Workshop, wie man richtig ein Iglu baut. Und das lassen wir uns heute lernen. Und hält auch einiges aus, so ein Iglu. Vorsichtig auszunehmen. Das Um und Auf beim Iglu, die Ziegel. Und einfach durchziehen und bis sie zu mir gehen. Oh Gott, ich bin noch am Ziegel schon fertig mit dem. Ja. Ungefähr 50 Ziegel braucht man für ein Iglu. Ich schaffe einen halberten. Hat es einen Rekord gegeben mit, weiß ich nicht, wie viel, das war 10 Meter hoch innen drinnen, das Iglu. Die haben, glaube ich, weiß ich nicht, wie viele tausende Blöcke geschnitten. Und man kann es auch mit der Motorsäge machen. Ja, wo geht. Ist die? Ja, wo da. Ist die? Handarbeit. Ja, genau. Ja, jetzt sind wir durch. Ja. Gott. Ich schaufle jetzt lockeren Schnee in diese große Kiste und dann soll ein Ziegel draus werden, beziehungsweise zwei, weil das eine große Kiste ist. Und das Iglu da hinten hat kleinere Ziegel. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Wow! Ja, aber das ist echt anstrengend. Schau, wenn ich den Ziegel da jetzt her dann und das nur gerade auf dann, wenn ich eine gerade Linie habe, dann kann ich nirgends, dann hat er nur unten den Kontakt beim Schnee. Und wenn ich jetzt eine Spirale schneide, hat er unten den Kontakt und auf der Seite den Kontakt. Ich habe noch nicht verstanden, was das für eine Spirale wird, aber du wirst mir es schon zeigen. Was tue ich? Lass noch jetzt einmal. So, jetzt schneiden wir da einmal gleich einmal so nach innen fallend. Ja. Ah, so. Ah. Richard, wir sind jetzt da in einem Iglu, das schon fertig ist. Und da sind einige so Löcher. Man könnte als Laie sagen, das sind Fenster. Ja. Nachdem das Iglu jetzt schon ein paar Tage steht, hat das die Sonne natürlich schon aufgeweicht, aber das sind wirklich Löcher, Lüftungslöcher, weil der Schnee so abdichtet herinnen und wenn da 2 bis 4 Leute herinnen schlafen, man atmet ja aus und dann kann man herinnen richtig ersticken. Und darum muss man Lüftungslöcher machen, damit da die Luft ein bisschen zirkulieren kann und frischer Sauerstoff reinkommen kann. Jetzt hat es in so einem Iglu 0 bis 5 Grad, hast du mir gesagt. Und man schläft herinnen mit Schlafsack und wahrscheinlich Skianzug, Haube, Handschuhe, Schal. Nein, man geht nur her mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Da man mit dem Iglu herinnen ist, breitet man die Unterlagsmatte aus. Das ist ganz wichtig, eine Isomatte, dass von unten auf die Kälte gestoppt wird. Da hat man verschiedenste Matten, Luftmatratzen und dann einen guten Schlafsack. Dann geben wir es in den Schlafsack hinein. Da ist es wichtig, dass bei dem Indikator von dem Schlafsack der Komfortbereich bei um die 0 Grad ist. Das heißt, der Komfortbereich in 0 Grad herinnen. Ich schlafe, so wie wenn ich im Bett schlafen darf. Und im Bett schläft man ja auch nicht mit Haum und Schal, sondern man schläft ja auch noch mit einem Pyjama. Ich schlafe da mit der Boxershort. Also ich schlupfe in den Schlafsack rein, ziehe mir das Gewandl aus, stopfe das unten rein in den Fußbereich, mache dann ganz zu. Und drehe mich um mich und schlafe im besten Fall. Und tue mir nur die Ohrenstöpsel rein, weil meistens sind irgendwelche Schnorcher dabei. Richard, es sind jetzt schon mehrere Stunden vergangen. Man sieht, es gibt Iglus, die schon am Fertigwerden sind. Was ist da jetzt sozusagen noch die Herausforderung? Wie funktioniert das, dass das dann oben zu wird? Die Herausforderung ist einfach die, dass der, was drinnen ist, der schneidet dann den letzten Ziegel ein, wie beim Sektflasche. Der Korken und dann fällt es so ein und dann hält es und dann ist fertig. So ist in Schnellform. Und der Aus-Eingang kommt erst am Schluss? Der Ein- und Ausgang kommt erst am Schluss. Das heißt, der, der was drinnen ist, braucht natürlich auch eine Schaufel, damit er von innen zum Graben fangen kann. Und wir werden von außen zum Graben fangen und hoffentlich kommen wir dann auch zusammen, dass wir
das Loch finden. Muss es dann schnell gehen, weil der Schnee halt so dicht ist? Nein, das muss nicht schnell gehen. Das ist, außer er muss gerade aufs Klo, dann muss es schnell gehen. Und außer er hat Blutangst. Genau. Dann, aber dann ist es auch nichts, weil dann wieder auch nicht in der Iglu schlafen können.